Wir befinden uns hier im Klostrum der Homöopathischen Bibliothek in Köthen. Hier hinter mir sehen Sie den Altbestand der Bibliothek, das heißt die ältesten und kostbarsten Bücher homöopathischer Literatur finden sich hier. Und natürlich auch Zeitschriften. Dieser Bestand ist inzwischen digitalisiert worden und auch textdurchsuchbar gemacht worden, sodass in Zukunft die Mitglieder und auch andere darauf online Zugriff haben können, so dass die Bibliotheken nicht mehr ortsgebunden sein werden, sondern in Zukunft in die Praxis kommen können. Hier haben wir das älteste Buch dieser Bibliothek von 1787. In diesem Buch hat Hahnemann eine recht lange Vorrede geschrieben. Noch ältere handschriftliche Notizen Hahnemanns befinden sich gegenwärtig in Hamburg zum Scannen und Digitalisieren, so damit diese Arbeiten auch weiterhin erhalten und bearbeitbar bleiben.